Bevor wir heute angefangen haben, habe ich mir das Game nicht wirklich angeguckt. Nur von ein, zwei Kollegen gehört, die das nebenbei so ein bisschen spielen, wie das so ist. Und deshalb bin ich hier völlig wissenslos reingekommen. Und bisher bin ich eigentlich relativ positiv überrascht vom Game. Und insbesondere der Tag heute hat mir gezeigt, dass dann doch der Einstieg relativ einfach ist. Und insbesondere durch meine Teamkollegen konnte ich dann heute schon einen großen Schritt nach vorne machen und sehr viel da, ja, dort drin lernen einfach. Also er scheint sehr schlau zu sein, habe ich gemerkt. Nur schon als wir ihm das Spiel erklärt haben, also Vainglory hat er eigentlich direkt verstanden, um was es geht, also was man machen muss. Also ich habe noch nie jemanden das Spiel halt so erklärt, außer mal kurz meinen Brüdern. Und hat Spaß, man hat auch relativ schnell das gelernt und konnte dann alle Tipps, die wir ihm gegeben haben, anwenden. Also als erstes, finde ich, sollte er sich so Tutorials anschauen, wie man, also die ganzen Videos in-game, es gibt in-game so eine Sektion, wo man sich Videos anschauen kann von den Entwicklern, wie man spielt und was man beachten muss. Ich würde ihm nicht raten, direkt E-Sport zu schauen, weil das halt schon anders ist von dem Anfangsspiel. Einen fixen Plan werde ich jetzt nicht aufstellen, sondern eher versuchen, nebenbei mal hier und da ein bisschen zu spielen, was sehr wichtig ist. Ich glaube, ich sehr viel Spielerfahrung einfach mit reinzubringen. Also ja, ist das Motto natürlich, so viel spielen, wie es geht, so viel spielen, wie es mir Spaß macht. Und mir wurde empfohlen auch eben, dass ich täglich spielen soll. Das werde ich auch dann versuchen einzuhalten, täglich ein paar Games zu machen und so das Spiel dann zu lernen, erstmal in nächster Zeit, bevor es dann vielleicht ein bisschen ernster wird. Wenn man ein bisschen tiefer drin ist, dann muss man auch eventuell ein bisschen mehr Zeit investieren. Also am Anfang erstmal gucken, dass es regelmäßig ist. Und die Länge, da bin ich mir noch nicht so sicher. Nicht allzu lange, nicht allzu wenig, mal gucken. Wenn er sich so 3-4 Stunden am Tag beschäftigt, jeden Tag für die nächsten 2 Monate, dann könnte er schon gut werden. Ich weiß nicht genau wie gut, aber schon gut, dass er oben mitspielen kann. Heutzutage ist es eigentlich nicht so schwer, gut zu werden, sage ich mal. Vor allem, also so wie er das verstanden hat, schätze ich mal, dass er in den 2 Monaten auf einem recht hohen Rang sein wird. Vielleicht nicht ganz hoch, aber schon, dass er mit den Höheren mithalten kann.